Mit der Kamera im Kampf gegen falsch verstandene Naturliebe und die Bambi-Mentalität der Deutschen. Horst Stern bei Dreharbeiten in diesem Jahr. Bleiben Sie mal ein bisschen auch auf diesen vielen kleinen Stämmen da. Das lässt sich dokumentieren. Warum die Förster mit der Vogelbeere nichts anfangen, das gibt kein Holz, mit dem sie was machen können. Ja. Mit seinen Filmen verärgerte er in den 70er Jahren den gemeinen Tierfreund, ebenso wie die in Traditionen verhafteten Förster und Jäger. Der deutsche Wald ist krank auf den Tod. Die Postkartenschönheit dieser Bilder täuscht. Ein Renditedenken, das selbst das Schicksal der Nation am Börsenzettel abliest, hat aus dem Wald eine baumartenarme, naturwidrige Holzfabrik gemacht. So pervertiert ist dieser Wald, dass der Rothirsch aus Mangel an natürlichem Nahrungsangebot einerseits und ungezügelter Vermehrung andererseits zum Waldzerstörer geworden ist. Sie hören richtig, meine Damen und Herren, es ist nicht dringlich zur Zeit, den Hirsch zu schonen, es ist dringlich zur Zeit, ihn zu schießen. Ich habe 26 Filme gedreht damals, in etwas unter 12 Jahren, und ich hatte in diesen 26 Filmen alles gesagt, was ich meinte, sagen zu sollen, und alles gezeigt, was ich meinte, zeigen zu sollen. Ich hätte dann danach anfangen müssen, meinen Namen zu kapitalisieren und zoologische Unterhaltung zu machen, weil das Fernsehen fing schon damals an, mehr und mehr sich der Unterhaltung auszuliefern. Und wenn ich meinen Sendeplatz um 20.15 Uhr hätte behalten wollen, mitten in der Woche hätte ich Kompromisse machen müssen. Ich hätte Filme drehen müssen mit Pointen und etwa, wie treiben es die Igel, obwohl sie so stachelig sind. Und das sind alles Dinge, die wollte ich nicht. Das waren meine Themen nicht. Und die eindringliche und oft schockierende Art von Sternstunden verfehlte ihre Wirkung nicht. Doch der Autor mied seit Ende der 70er Jahre das Fernsehen, enttäuscht über die fehlende Lernfähigkeit der Menschen. Der Ekel, der die meisten Menschen angesichts der starrenden Spinnenaugen und der haarigen Körper überkommt, ist der Vernunft nur schwer zugänglich. Sie sagt uns, dass der Tritt, der eine dieser kleinen Springspinnen auslöscht, ganz sinnlos einen höchst nützlichen Organismus zerstört, der überdies mit dem Wort Instinktmaschine nur unzureichend beschrieben ist. Spinnen zeigen in Verhalten und Anpassungsfähigkeit die Merkmale einer individuellen Ausprägung, wie sie erst bei höher organisierten Tieren wieder angetroffen wird. Ich habe in diesen Filmen, meinte ich jedenfalls immer, ich habe den Menschen vorgeführt und wie er mit Tieren umging. Und das sagt über den Charakter eines Menschen und auch über den Charakter oder das politische Selbstverständnis einer Gesellschaft sehr, sehr viel aus. Und ich meinte immer, das sei deutlich geworden. Aber Publikum sieht dann eben, das ist ein Tierfilm, da sind Tiere drin. Und also ist der das macht, ein Tierfilmer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor 18 Jahren drehte der Journalist und Autor Horst Stern seinen letzten Film. Dann zog er sich, enttäuscht von der mangelnden Wirkung seiner Berichterstattung, aus dem Fernsehgeschäft zurück. Als einer der ersten hatte Stern Umweltsünden und Massentierhaltung angeprangert und doch, wie er vor einigen Jahren in einem Interview sagte, kein einziges Huhn und keinen einzigen Mastbullen gerettet. Stern siedelte nach Irland über und führte dort seither ein zurückgezogenes Leben im selbstgewählten Fernsehexil. Erst ein kleiner brauner Käfer bewirkte nun Sterns Rückkehr auf den Bildschirm. Das unansehnliche Tier heißt Borkenkäfer, frisst sich seit Monaten durch den Bergfichtenwald des ersten deutschen Nationalparks und sorgte im vergangenen Sommer für politische Verstimmungen im friedlichen Bayern. Da Stern die Entstehung dieses einzigartigen deutschen Urwaldes vor 25 Jahren publizistisch mit vorantrieb, kann er sich nun, wie er sagt, nicht der Pflicht entziehen, dem Nationalpark im Bayerischen Wald in einer seiner schwersten Krisen beizustehen. So entstand im Auftrag von Spiegel TV Sterns erste Fernsehreportage nach knapp zwei Jahrzehnten. Ein wortreiches Plädoyer für das Nichtstun, denn nur so, glaubt der Autor, kann dem Wald geholfen werden. Sterns Bemerkungen über einen sterbenden Wald, ein Film von Horst Stern und Sabine Paul. Ein Drittel Deutschlands ist bewaldet. Zwei Drittel dieses Drittels sind Nadelholzforste, in denen die Fichte vorherrscht. Solche Baumansammlungen sehen aus wie Wald, sind aber keiner. Sie sind naturferne Holzäcker, von denen einer der Großen der Weltliteratur, Robert Musil, einmal treffend sagte, sie provozierten Gedanken an Bretterwände, die oben grün verputzt seien. Der Literaturnobelpreisträger Elias Canetti sah in diesen Kunstforsten ein Symbol für das marschierende deutsche Heer. Rigide, aufrecht und in großer Dichte und Zahl. Ökologen beklagen, dass diese Holzplantagen ohne nennenswertes Bodenleben sind.
Fast die Hälfte aller waldgebundenen Tier- und Pflanzenarten steht auf den roten Listen. Lichter und freundlicher, aber eine öde Monokultur gleichwohl, sind auch Buchenstangenwälder. Gleichdimensioniert die Stämme, zwecks leichterer Vermarktung im nutzungsgerechten Sortiment. Der Förster lässt die Bäume nicht alt werden. Er sägt sie weit diesseits ihres natürlichen Lebensendes ab. Weißt du, was ein Wald ist? Ist ein Wald etwa nur 10.000 Klafter Holz? Oder ist er eine grüne Menschenfreude? Alte Bäume sieht man nur noch im selten gewordenen Naturwald, wie er auf 13.000 Hektar das gesetzlich vorgeschriebene Entwicklungsziel des ersten deutschen Nationalparks im Bayerischen Wald ist. Förster begegnen solchen natürlichen Waldformen in der Regel mit Ablehnung. Ein ohne sie wachsender Wald, den man überdies nicht in Bretter zerlegen darf, rührt an ihr berufliches Selbstverständnis. Er macht ihnen Angst um ihre Existenz. Im Zentrum des Widerstands gegen Nationalparks mit hohem nutzungsfreien Waldanteil stehen in Deutschland deshalb immer wieder die klassischen Förster mit ihrer ihnen anerzogenen Nutzungsideologie. Der Wald lehrt uns den Sinn des Sterbens. Eine Tanne kann 2 Menschenalter lang unter dem dichten Kronendach einer alten Buche leben, armdick dann nur und mit Jahrringen dicht an dicht. Erst wenn die Riesen fällt und der Sonne den Weg freimacht, wächst die Tanne los. So verjüngt sich der Wald. Es sterben seine Individuen, sein Leben ist ewig. Dass ein Baum wie dieser, eine alte Buche, die volle Spanne seines natürlichen Lebens ausleben darf, um dann nutzlos zu sterben, das ist in der Ausbildung der Förster nicht vorgesehen und hat in ihrem Denken keinen Platz. Totes Holz im Wald gilt der beamteten grünen Zunft als ein Zeichen der Unordnung, ja der Pflichtvergessenheit. Dabei ist eine Unzahl von Lebewesen, von der Flechte bis zum Pilz, von der Bakterie bis zum Hirschkäfer, auf Totholz angewiesen. Es zerfällt unter ihrem Wirken und wird im Lauf der Zeit zu neuem Waldboden. Auch der gewaltsame Tod im Wald, durch die baumstürzende Kraft des Windes, gehört zu den Albträumen des Försters. Die Stämme liegen und vermodern lassen, undenkbar. Ein Windwurf gehört schleunigst aufgeräumt und die forstliche Ordnung wiederhergestellt durch schematische Neupflanzung, meist der Fichte als dem Brotbaum der deutschen Forstwirtschaft seit 200 Jahren. Die Natur macht das besser. Im Schutz der gestürzten alten Bäume lässt sie den Nachwuchs gedeihen. Ein Nachwuchs ohne schematische Ordnung und ohne Beschränkung auf eine einzige Baumart. Unter die Fichten mischt sie anfangs die Birke und die Vogelbeere, die beide ihres geringen Holzwertes wegen von den Förstern als Unhölzer bezeichnet und alsbald aus den Fichten- und Buchenwüsten entfernt werden. Die Folge ist ein dramatischer Verlust an Großschmetterlingen und Waldvögeln, die auf solche Unhölzer zum Überleben angewiesen sind. Die Fülle der natürlichen Verjüngung ist ein weiteres Merkmal des Naturwaldes. Und er wird nicht periodisch durchforstet, also von jungen Bäumen befreit, die nicht der Vorstellung des Försters von einem lebenswerten, das heißt potenziell geldträchtigen Baum entsprechen. Im Naturwald ist für die bizarrsten Baumgestalten Platz. Eine von ihnen beginnt ihr Leben mit der sogenannten Kadaververjüngung. Baumsämlinge siedeln sich auf einem am Boden liegenden Stamm an, der sie als eine Art Amme ernährt. Während sie älter werden, umgreifen sie mit ihren Wurzeln den zerfallenden Kadaver und fassen langsam im Waldboden Fuß. Ist der alte Stamm unter ihr herausgefault,
steht die Fichte nach ein paar Jahrzehnten wie auf Stelzen da. In einem Wirtschaftswald hätte sie nie eine Lebenschance gehabt, weil ausgemerzt wird, was nicht der Förstervorstellung von einem ordentlichen Baum entspricht.